So, meine Süßen, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Summer in Mara. Ja, endlich geht's mal wieder weiter. Es hat ein bisschen gedauert für die Leute, die mich im, die mich auf Twitch abonniert haben und wie heißt, dementsprechend wissen, was abgeht. Beziehungsweise die Leute, die mich auf Twitch abonniert haben, wissen, was los war. Und von daher, jo, auf jeden Fall, muss ich mal kurz gucken. Oh, wo sind die Orangen hin? Ja, ich habe auf jeden Fall wieder richtig Lust auf, Sommer in Mara. Ja, hier hast du was, Hühnchen. Wer ist ein braves Hühnchen? Du bist ein braves Hühnchen. Ja, bist ein braves Hühnchen. Ja, auf jeden Fall, habe ich wieder Lust auf Sommer in Mara. Ich hoffe, ihr genauso. Und dann wollen wir mal sehen, wie wir weiterkommen. Ich muss gleich, machen wir gleich mal einen Überblick. Fange eine Sardine. Ernte die Pflanzen. Okay, sprich mit Aquila. Mach weiter mit den Aufträgen vor Chor. Entzünde ein Feuer auf Chors Insel. Dann mache weiter mit Mayo. Bringe den Stempel zu Edigan. Spreche mit Lizio. Dafür brauchen wir aber noch Bananen. Da weiß ich nicht, wo ich die finde. Zander. Okay, da muss ich mal gucken, wo ich was finde. Also hier finde ich aktuell nichts. Okay. Dann ist das so. Kirschen sind ready. Das ist ganz gut. Ich muss jetzt mal langsam meine... Ja, ich weiß halt nicht, wie ich das Feuer entzünden soll. Sag ich ganz ehrlich, da bin ich gerade ein bisschen überfragt. Weil ich echt nicht weiß, wie ich das hier machen soll. Warte mal, wie viel von diesen Pinienkernen habe ich noch genug eigentlich? Na, das mache ich dann irgendwann offscreen, um einfach mal mein Vorrat ein bisschen aufzufrischen. Obwohl, wenn wir es schon da haben, warum eigentlich nicht? Gehört ja zum Gameplay dazu. Steine haben wir eigentlich genug, ne? Ja, die Frage ist, wie entzünde ich das Feuer? Machen wir die Fackeln an, vielleicht hilft das was. Was ich zwar nicht glaube, aber man kann halt schon alles... Ich probiere es einfach mal. So, kann ich den Tank aufnehmen? Neuer Tank, wunderbar. Das hast du super gemacht, Koa. Echt jetzt. Ja, die Fackeln halten nicht lange. Okay. Was eigentlich komisch ist, warum halten die Fackeln nicht lange? Ich habe doch ein Feuer entzündet. Von daher bin ich gerade nicht so ganz sicher, wie das gemeint ist. Ich habe alles angebaut. Hier habe ich ein Feuer, aber irgendwie... Und hier habe ich ein Feuer. Aber so richtig will das auch nicht. Lagerfeuer, Feuer. Ja. Große Tiki-Fackel. Oh, die sieht bestimmt super aus. Also brauche ich Holz und Öl. Ich habe kein Holz mehr. Okay. Ich muss erstmal was essen. Wunderbar. Ich bin wieder voll. Jo, gut. Da bin ich überfragt, liebe Freunde des guten Geschmacks. Einfach aus dem Grund, weil ich nicht... Ah, ich kann jetzt diese großen Fässer zerbrechen. Das ist gut.
Ja, einfach aus dem Grund, weil ich nicht weiß, was damit jetzt gemeint ist. Na gut. Vielleicht klärt sich das ja dann später noch. So, was haben wir hier? Dünger. Muscheln. Kokosnüsse sind noch nicht bereit. Und da hinten die Palme habe ich mir noch nicht angeguckt. Aber erstmal will ich gucken, ob ich noch ein paar Köder finden kann. Und das wäre super. Und dann kann ich mich mal ein bisschen um die anderen Aufgaben kümmern. Hier gibt es nur die Oktopussies. Oktopies, Entschuldigung. Ah! Lass mich raten. 4 Seile. Hier kann ich die Mine bauen. Ich verstehe. Dazu fehlen mir Seile. Okay, super. Das ist schon mal etwas. Ah, und ich habe Dingsbums gefunden. Saatgut für Baumwolle. Das ist eigentlich nicht schlecht. Gehen wir mal nach Hause. Und schauen wir mal, wie wir, ob ich genug Fäden für Seile besitze oder genug Baumwolle für genug Fäden für genug Seile. Ich glaube, mindestens 2 brauche ich noch. Ich kann ja alle theoretisch gebrauchen, benutzen. Kann ein Seil machen. Das ist nicht super. Mir fehlt noch was. Das bedeutet, ich muss jetzt erstmal ganz viel Baumwolle besorgen. Naja, 3000 Geld. Der Kugelfisch ist lustig. Der ist süß. Supi. Super, Weizensaat. Das ist cool, dass da jetzt mehr Sachen angespült werden. Ich glaube, nur für eine Person alleine könnte das sogar zu viel sein. Ja, das habe ich mir gedacht. Na gut. Dann würde ich mal sagen... Wie lange braucht denn der andere noch? Dann könnte ich nämlich hier auch schon mal anfangen und... Boah, 5 Tage, weißt du was? Das ist mir jetzt auch zu blöd. So, erstmal durchrennen. Gucken, ob das ausreicht. Ja, super. Jetzt erstmal Baumwolle. Das ist wichtig. So. Ich weiß gar nicht, ob das mit Dünger verbessert wird. Ich bin mir noch nicht so ganz genau sicher, was der Dünger jetzt macht. Macht der Dünger, dass die Sachen entweder schneller wachsen oder dass wir vielleicht dass die Dinge einfach besser werden. So, wenn ich alles zeitgleich gieße, bis auf den Kürbis da hinten, dann müsste ich eigentlich genug haben. Ja, wenn ich die Sonnenblumen gieße. Und das hier. Da müsste ich eigentlich genug haben. Genau, dann sind die nämlich alle in 5 Tagen bereit. Das ist schon mal super. Gut, jetzt heißt es Tage abwarten. Ich will mal gucken, ob die schon was macht. Nein, okay. Dann halt nicht. Aber da ist noch eine Muschel. Die Koa, die hat Sprungkraft, Leute. Das ist schon... Also da werde ich neidisch. Also ich würde auch gerne einfach mal so zweimal so hoch springen, wie ich
wie groß ich bin. Also die eigene Körpergröße mal 2 ist schon nicht schlecht. Das haben sie gut gemeint. Finde ich aber super. Auf der anderen Seite, so fleißig wie die ist, hat sie es auch echt verdient. Also ich möchte der Chor jetzt irgendwie nicht da ans vor die Füße spucken und sagen, das hat sie nicht verdient, das hat sie echt super verdient. Ja, Flunder. Ich muss gucken, wo ich jetzt angeln kann. Wir gehen jetzt mal schlafen. Dann ist der Tag auch rum. Dann ernte ich nochmal ab, was ich kann. Gehe nochmal gießen und dann fahre ich mal rum und guck einfach mal, wo ich was machen kann. Und vor allem würde ich gerne nochmal das ein oder andere vorbereiten. Küche, was können wir denn machen? Orangensaft können wir eigentlich machen, warum nicht? Brombeersaft. Normaler Salat. Nee, bei Salat bin ich mal ein bisschen vorsichtig gerade. Pilzsuppe. Warum nicht? Lecker Fisch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ein galaktischer Oktopus. Ja, komm, weißt du was? Drauf geschissen. Wir machen jetzt alles, was wir können. Dann ist die Koa auch gut ausgerüstet und kann ein paar Sachen essen. Ankorischer Salat. Warum eigentlich nicht? Super. Was können wir hier machen? Eigentlich brauchen wir dazu nichts mehr. Jawohl, jetzt haben wir ganz viel Zeug. Das ist super. Achso, stimmt. Ich wollte ja nochmal die Sachen gießen. Ich habe jetzt genug Brunnen, dass ich da jetzt nicht großartig drauf aufpassen muss. Von daher kann ich ruhig. Genau. Supi. Nehmen wir einen Kochtopf. Ich weiß nicht genau. Vielleicht muss ich das Feuer in der Mine bauen. Das war ja bei Dalen so ähnlich. Dass das Feuer in der Mine schon da war. Aber vielleicht müssen wir das hier manuell machen. Das wäre natürlich eine Option. Ich will natürlich noch mitnehmen, was geht. Die Kirschen habe ich gestern geerntet. Den hinteren Baum jetzt nicht. Ja, was wir da machen, haben wir da. Chor kriegt langsam Hunger. Ein bisschen. Nur ein bisschen. Und dann fahren wir mal mit dem Boot durch. Wir sind gerüstet. Wir können jetzt ein paar Tage wegbleiben. Das ist soweit auch okay. Die Frage ist nur, boah, wir können jetzt richtig weit fahren. Ist eigentlich ganz cool. Es hat nur die Frage, ob der Tank aushält. Man kann natürlich die Schnellreisefunktion benutzen, aber wie gesagt, ich würde gerne mal, also habe ich schon öfters betont, ich würde eigentlich gerne die großen Reisen erstmal mitnehmen. Genau wegen sowas. Und mit Glück finden wir sogar Tiere. Guck mal, wir haben Münzen gefunden, wir haben Holz gefunden. Das ist doch nicht schlecht. So, was haben wir hier? Ja, wir finden hier schon ein paar Sachen. So, wir könnten nur gucken, dass wir uns vielleicht... Ah, Spiegelei, super. Ah, Taucherbrille, ah, super. Cool, wir können ja jetzt hier... Wir können ja jetzt hier ordentlich was nehmen. Stimmt, wir können ja jetzt das eine oder andere... besser zerdeppern. Ich habe keine Schnur vom... Ach nein! Oh, das ist ärgerlich. Keine Schnur, aber wir wissen wenigstens... okay. Hase!
Ja, ich weiß, dass der Schatz hier ist. Wir kriegen auch den Schlüssel später, wenn ich weiß, wo wir Bananen finden. Von daher bleib mal ganz locker, Mädchen. So, ich muss mir das jetzt mal aufschreiben, dass wir die Sardinen auf der Insel finden. Sonst vergesse ich es wieder. So, So. Rosor Laland. So, Rosor Laland. Das ist super. Was haben wir hier? Ich bin mir nicht mehr... Warte mal, da ist eine... Da ist Dingsbums, da ist was. Offene See. Und nach Westen. In diese Richtung muss ich eh. Von daher... Trotzdem würde ich gerne nochmal dieses Markierte mitnehmen. Hier kann ich fischen. Oder? Ne, hier kann ich tauchen. Ich weiß nicht, ob ich hier schon tauchen will. Och, warum eigentlich nicht? Wieso eigentlich nicht? So, die Blubberblasen helfen uns, ein bisschen Sauerstoff zu kriegen. Ah, zwei Wasserflaschen. Das ist eigentlich ganz gut. Ach, die Napopo, guck mal, wie sie sich freut. Im Wasser. Wasser scheint ihr Element zu sein. Kann ich eigentlich schneller? Nee, ne? Ich drücke sämtliche Knöpfe, da passiert nichts. Na gut, wir haben zwei Sachen gefunden. Damit bin ich eigentlich glücklich und wir konnten mal wieder tauchen. Super. Wunderbar. Was ist mit dem Stern hier? Oh nein! Armes Hühnchen. So. Armes Hühnchen. Gut. Wir haben das Hühnchen gerettet. Das ist schon mal super. Ich will aber eigentlich nicht nach oben. Ich will nach da. Ich will nach dort. Hier in diese Richtung. Dann haben wir das nämlich auch schon mal erkundet. Da können wir fischen. Aber wir haben keinen Faden. Hier war ich noch nicht. You are invited to our Great Island Birthday Bash. Du bist eingeladen, auf unsere Birthday Bash Insel zu kommen. This event staged by Ancestral Leader Elena. Okay. Das Event wird gemanagt bei unserem Estimate Leader. Pff, keine Ahnung. Der. Three Handmaiden Rules. Oriana, alles klar. We silently hope you attend. Alles klar. Ich hoffe, das hast du auf dem Schirm. Ich weiß nicht, was die Schiffe da so wirklich zu bedeuten haben. Das scheint noch verschlossen zu sein. Silberinselchen. Ah, jetzt haben wir auch wieder neue Sachen. Wir können neue Bäumchen auf unsere Insel. Scheinbar bin ich nicht die einzige Inselbäuerin. Schön zu wissen. Oh, super. Das ist ein schöner Gemüsegarten. Mein Vater wäre stolz. Ich hoffe, du machst nichts aus. Nein? Okay, super.
So, ich muss gucken, wie ich wohin komme. Weil die Chor ja nicht unendlich. Oh, Sonnenblumen. Ah, Saatgut. Perfekt. Wunderbar. War da nicht noch eben irgendwas? Nee, okay. Silber. Schön, supi. Dich kenne ich doch. Akachi, tut mir leid, Kleiner, aber ich bin im Moment sehr beschäftigt mit Sachen. Alles klar. Hier baut sie also eine Mine. Was sind das hier für Leute? Ich will natürlich alles erkunden. Was haben wir denn hier? Bananen! Oh, wie schön! Super! Endlich! Was haben wir hier? Ich habe keine Dingsbums. Ich habe keine Schnur. My name is Ismail and I write this to my loved ones. Ich bin Ismail und ich schreibe das zu meinen Lieben. Know that the world is a rough place and there will be times when you feel lost and hopeless. Bedenke, dass die Welt ein sehr rauer Ort sein kann. Und es wird Zeiten geben, an denen ihr euch verloren und hoffnungslos fühlt. Aber erinnert euch, if it weren't for the rainy days, we could never pinch the sunny days. Aber erinnert euch daran, wenn ihr die Regentage nicht habt, dann könnten wir uns nicht über sonnige Tage freuen. Und Kordel. Nicht schlecht. So, die Chor hat Hunger. Weißt du was? Ich warte jetzt mit dem Hunger von der Chor und lass den ruhig mal ein bisschen gewähren, damit wir dann später mal richtig Energie tanken können. Ich habe ja alles mitgenommen, was ich kann. Oh, hier gibt's Silber. Haha, nice. Hier können wir richtig abbauen. Vorsicht, Chor. Super. Schön. Finde ich super. Finde ich klasse. Die Insel gefällt mir hier wirklich. Die Frage ist, wie mache ich das mit dem Übernachten? So, Chor ist erschöpft. Ich werde die Banane nicht essen. Ich werde das essen. Ah, der Fisch ist nicht so lecker. Und noch ein Orangensaft. Oh, der gibt richtig Energie. Das ist super. Das ist wirklich super. Hoffentlich habe ich genug Schwimmausdauer. Zumindest hierher zu kommen. Wunderbar. Was haben wir hier? Eine schöne Muschel. Perfekt. So, das ist jetzt die Frage. War das ja so schlau, hierher zu kommen? Aber sieht eigentlich ganz gut aus. Ja. Ich werde hier natürlich alles mitnehmen. Hallo? Ist doch klar. So, hier haben wir alles gemacht. Warte mal. Er hatte die Pflanzen von beim Haus von Akajis Eltern. Ist das nicht das? Dünger! Wie cool ist das denn? Nee, das sind Kartoffeln. Das ist schön gemacht, das Feld. Mal gucken, sollte ich vielleicht bei mir auch so machen? Ja, ist ja gut. Kann ich dem... Hoppelesieren! Was habt ihr zu berichten? Gar nichts. Ihr seid nur Touristen. Okay. Ist aber okay. Wir haben nicht so viel zu erzählen, aber halten da... Ah, ich finde es super, dass wir jetzt ein paar Sachen bekommen haben, dass wir weiterkommen. Ich würde aber trotzdem gerne hier nochmal im Boot schlafen. Super. Vielleicht nehme ich die Schnellreise doch.
Ponyhöhle? Ja, für 45 Münzen nehme ich mit. Warte mal. Mails. Das ist eine Menge. Ist das Kupfer oder ist das Gold? Ich glaube, das ist Kupfer. Boah, das mit den Mails haben sie echt gut gemeint. Ach, wen haben wir denn hier? Saatgut. Ich finde es gut, dass man hier Saatgut finden kann. Energie hat sich jetzt nicht so stark regeneriert. Das habe ich mir aber gedacht. Deswegen habe ich es mir wirklich vorbereitet. Kann ich mich hinsetzen? Hier kann ich was nehmen. Hey Jungs, na, ist fit? Komm hier hin. What? Oh, ich sehe, du bist weit gereist, so wie ich vor langer Zeit. Manchmal zieht es mich aus Quelis fort. Ich würde so gerne die kleinen Inseln besuchen. Sehen, wie für uns gemacht aus, nicht wahr? Ich mag lieber hier bleiben und so schweigen. Wirklich? Wir sprechen uns wieder auf der Insel. Bis später, Kind. Alles klar, Jungs. Macht's gut. War super. Ja, die Blumen nehme ich mit. Das sieht verdächtig aus. Das geht bestimmt auf, wenn wir mit der Geschichte fortgeschritten sind. Da bin ich mir fast sicher. So, ansonsten haben wir alles. Genau, supi. Gegessen hat die Koa auch. Das ist wunderbar. Ja, das kennen wir ja alle schon. So, da ist der Pirat, aber so weit bin ich noch nicht. Und hier ist wieder was zum Tauchen. Die Frage ist nur... Ja, die Frage ist nur, ob ich tauchen kann. Okay, ich brauche noch Taucherbrillen. Ah, das bedeutet für mich eigentlich so viel wie... Erstmal ein paar Inseln besuchen. Dann können wir auch später... Also wir können ruhig später zwischendurch auch mal die Schnellreisefunktion benutzen. Das ist an sich nicht so schlimm. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mal bedenke, was für Sachen ich hier alles finde. Perleninsel. Das sieht gut aus. Generell sage ich einfach, hier sieht alles super aus. Ist jetzt die Frage, was ist jetzt die Heimatinsel von, ich habe keine Ahnung, was das ist. Müll nehmen wir natürlich mit. Ja, wer ist ein braves Hühnchen? Aber das sind halt nicht meine. Deswegen ist halt die Frage, ob sich das lohnt, die zu füttern. Aber wenn die halt schon so kommen, dann will ich eigentlich ungerne ablehnen. It's not about the destination, it's about the journey and the people we connect to. Es ist nicht unbedingt Schicksal, es ist der Schicksalsfaden irgendwie, der uns verknüpft. And the memories, ich weiß nicht genau, was Journey heißt. And the memories we have made along the way. Und die, also es ist nicht das Schicksal, was uns verbindet, sondern sind die Erinnerungen, die wir auf unserem gesamten Weg gemacht haben. Oh, wir haben ein Modellboot bekommen, super. Können wir irgendwas kaputt machen? Unser Inventar erweitern. Caitlin, it feels like forever ago we went on that first voyage together. I think it's time we take that next step. Will do me the honor for being my first mate in this voyage and sail with me forever on the endless ocean of my life. Ah, oh, das ist super. Das ist ob Pfirsiche. Oh, wie cool. Wir können uns ja einen richtigen Obstgarten bauen. Oh, da sehe ich jetzt schon richtig Potenzial drin.
wie wir einfach mal richtig schön unsere Insel gestalten können mit einem eigenen Obstgarten und so weiter und so fort. Das werde ich natürlich auch mal bei Gelegenheit tun. Sowas habe ich ja nicht erwartet, als Yaya davon sprach, wie groß Mara ist. Da hast du vollkommen recht. Und ich glaube, es wird hier richtig spaßig. Larven? Yaya hat immer gesagt, dass man Sachen haltbar machen kann, wenn man sie im Sand vergräbt. Interessant. Interessant. So, wir können nicht alles zerbrechen, aber ein paar Sachen. Taucherbrille! Zwei Stück sogar! Oh, super! Ich brauche noch was. Ah, komm, nehmen wir nochmal einen Fruchtsaft und einen Brombeersaft. Eine Frucht aus Mare, die einen bitteren Geschmack schmeckt, mit etwas Zucker viel besser. Was haben wir hier? Octo-Blockdos. So. Kann ich hier auf den Baum klettern? Schade. Es geht nur bis zu einem gewissen Grad. So, dann haben wir die Insel auch erreicht. Schön. Die Insel ist super. Also es lohnt sich hier wirklich alles mal abzugrasen. Zumal ich echt das Gefühl habe, dass wir uns jetzt mal richtig schön unsere Insel einrichten können. Und da werde ich wahrscheinlich die ganzen Orangenbäume und den ganzen Kram mal ein bisschen abreißen und einfach mal ein wenig neu die Insel bebauen. Ich muss mal gucken, wie lange... Wir sind eigentlich schon genug da. Ich müsste jetzt eigentlich zur Insel reisen. Oh, ein Schlafsack. Schlafsack ist nicht schlecht. Also hier findet man doch schöne Sachen. Die Insel erkunde ich beim nächsten Mal, aber da möchte ich noch mal entdecken. Von daher kriegen wir das hin. Kuguliqui-Felsen. Interessant. So wie der aussieht, wird er später noch eine richtig interessante Gegend. Ach, wen haben wir denn da? Gut, machen wir aber später. Ja, für einen 30er Tacken. Caleb, help! Ah, passt schon. Der muss mir jetzt nicht helfen. Aber... Ah, stimmt, das kann ich auch direkt machen. Stimmt, ja. Da war ja was. Neues Tier lebt nun auf der Insel. Super. Wir waren jetzt knapp 2 Tage weg. Das ist auch soweit okay. Bananen hätte ich... Ich hätte die gerne echt am Strand, die ganzen Palmensachen. Weil ich die einfach am Strand super finde. Machen wir die hier hin. Ich sollte nicht so viel Pinien sammeln, ernten. Sehen. Höher gelegenen Fläche, okay. Ich will von allem mindestens mal eine Sache gepflanzt haben. Dann kann ich nämlich in aller Ruhe nochmal alles in Ruhe abbauen und mir wirklich mal Gedanken machen, wo ich was hinmachen will. Vielleicht baue ich diesen Pinienwald ab und mache da wirklich so einen Obstgarten hin. Obwohl der Obstgarten hier vor der Haustür eigentlich super ist. Aber ich glaube, ich mache hier 2 Apfelbäume weg. Oder ein. Und die Orangenbäume kommen da größtenteils weg von. Dann kann ich nämlich... ja, da kann ich ein paar Sachen vielleicht besser anpflanzen. So. Höher liegenden Fläche? Muss ich den da oben anpflanzen? Das wäre schon ein bisschen komisch. Sage ich so ein bisschen ehrlich. Weil ich meine, wie hoch denn noch? Warum kann ich denn die...
Okay. Granatapfel. Oh ja. Der kommt in den Obstgarten. Das ist aber sicher. Das mache ich jetzt noch ein bisschen. Und dann überlege ich mir einfach mal ein bisschen was, was ich mit dem ganzen anderen Kram mache. Weil die Insel wird jetzt doch sehr lebhaft. Ich mal bedenke, wie die vorher ausgesehen hat. So, Granatapfel. Höher liegenden Fläche. Wieso? Das kann doch nicht sein. Sorry, aber irgendwas kann doch da nicht stimmen. Kann doch nicht sein, dass ich jetzt alles da oben anpflanzen muss. So, du kriegst auch noch was zu essen. Bitteschön. Entschuldigung, aber das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Pfirsichbäume und Granatapfel auf einer höher liegenden Fläche? Wirklich? Ich will mir hier oben nicht alles zubauen. Nur weil ich das Zeug haben will. Okay, ich finde es trotzdem komisch. Ich habe alles gepflanzt. Das ist soweit okay. Auf einer höher liegenden Fläche. Hä? Hm. Gut, dann war es das doch nicht mit dem schönen Obstgarten. Ich muss den Entwickler mal anschreiben und muss mal fragen, ob das ein Bug ist. Weil das kann doch nicht sein, dass ein Pfirsichbaum nur oben auf dem Gewächs... nur hier oben wächst. Das ist komisch. Das ist wirklich komisch. Hm. Na gut, hier nochmal alles gießen. Aber das mit den Bananen freut mich. Okay. Ja. Was haben wir denn sonst noch bekommen? Gar nicht so viel. Ansonsten haben wir alles. Okay, super. Ich würde sagen, das war's dann für heute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.